So, wie geht das? Ich habe das schon wieder verlernt. So, Leute, ich habe das hier schon ewig nicht mehr gemacht. Wirklich ewig. Ich habe jetzt, glaube ich, einen Monat lang keine Videos aufgenommen, weil ich das ja den ganzen Monat vorproduziert habe. Ich habe eine Menge Videos geschnitten, aber keine aufgenommen. Dementsprechend, hi. Wir befinden uns Ende Dezember. Anfang Januar, ich benutze dieses Video jetzt in dreifacher Hinsicht irgendwie. Auf der einen Seite werden wir diese ganzen Gewinnspiele mal auslosen, beziehungsweise ich werde euch eine Video immer wieder einblenden, wo halt bestimmte Auslosungen passieren. Beziehungsweise ich werde vielleicht auch hier einfach mal alles einblenden, so nebenbei, während ich am Reden bin. Und sowohl, wenn das Ganze fertig ist, als auch nochmal am Ende, werde ich eine Komplettaufstellung der Leute machen, die gewonnen haben. Und deshalb bitte ich diese Leute, mir über Facebook, Instagram, E-Mail-Adresse, weil ich weiß, dass eine Person, die gewonnen hat, weder Instagram noch Facebook benutzt. E-Mail-Adresse steht hinten im Kanal. Mich einmal zu kontaktieren, damit ich weiß, wo ich das hinschicken muss. Ich meine, es sind ja ein paar Pakete geworden. Zusätzlich dazu kommt hier noch einmal ganz kurz der Gewinner des letzten Monats. Herzlichen Glückwunsch dafür. Und ja, wie gesagt, hier unten läuft immer noch alles weiter durch, was eben die Gewinnspiele angeht. An dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich bin unendlich dankbar für die Hilfe von Ultimate Guard, für die Hilfe von Dragon Shield, für die Hilfe von meinem Local Game Store, den Fischkrieg Siegen und für die Unterstützung der Jungs von Godot für diese ganzen Dezember-Aktionen. Die war gigantisch, sie war riesig. Ich probiere das jetzt Ganze dann auch mal loszuschicken. Das wird nochmal teuer. Aber kriegen wir schon hin und ich bin super, super dankbar dafür. Vielen Dank für die ganzen Teilnahmen, sowohl auf Facebook als auch auf Instagram, als auch hier auf YouTube. Das war einfach, das war ziemlich grandios, fand ich. So, für den nächsten Monat und für das neue Jahr und ähnliches, was damit weitergeht, dazu kommen wir dann jetzt. Und zwar wird 2021 nicht viel auf diesem Channel verändern tatsächlich. Das Einzige, was ich jetzt schon sagen kann, diesen Monat, also den Januar, kommt keinerlei Gameplay-Videos. Ich habe es jetzt auch durch den Lockdown jetzt nicht geschafft, Gameplay-Videos aufzunehmen, die zu kommentieren oder ähnliches. Ich muss mal gucken, was ich da für sonntags bringe. Es wird weiterhin so laufen, dass wir montags im Wechsel ein Deck-Tag, meistens für Legacy-Decks, und ein Opening haben von eben einem Pre-Release-Kit, von einem Commander Deck oder eben von etwas Größerem. Dazu werden auch weiterhin die beiden Booster pro Woche kommen, diese Quick-Videos, wo es einfach nur Booster of the Day ist. Und auch meine Blacky Talks bzw. Blacky zeigt Product Reviews und ähnliches werde ich in 2021 weiterführen. Des Weiteren werde ich hoffentlich auch weiterhin mit Radio Ravnica unterwegs sein. Der Podcast macht mir mega viel Spaß. Wenn ihr das immer noch nicht wisst, müsst ihr die letzten 3 Monate unter Stein gewohnt haben, dass ich mittlerweile bei Radio Ravnica mit beim Podcast bin. Und eine Serie, an der ich aktuell am Arbeiten bin, ist fast abgeschlossen. Da wird dann mal so eine Woche ein neues Thema bekommen. Ein Thema, was euch vielleicht interessiert, ein Thema, was vielleicht für euch auch interessant sein könnte. Und ich hoffe, dass das cool wird. Aber da fehlt, glaube ich, noch ein oder zwei Videos, damit ich die Reihe komplett machen kann. Außerdem plane ich aktuell mit so ein paar Jungs noch ein bisschen was Größeres. Dazu kann ich noch nichts Genaues sagen, weil ich noch nicht weiß, ob das überhaupt alles so stattfindet, wie wir uns das vorstellen. Aber auch das wird ziemlich, ziemlich cool. Und ich denke, 2021, wenn es dann irgendwann wieder losgeht, wenn es irgendwann wieder möglich ist, dass man sich trifft und wieder Magic zusammenspielt, werde ich garantiert auch wieder Gameplays bringen können. Bis dahin schwierig. Ich gebe mein Bestes. Mal gucken, wie wir das machen, weil man darf sich halt nicht treffen. Und dementsprechend ist es eben auch schwierig, gegeneinander Magic zu spielen. Ich bin immer noch kein Fan von Magic Arena, weil es nur Standard. Magic Online, weil kostet mich zu viel Geld.
Webcam Magic, weil ich habe einfach keinen Platz dafür und ich habe keinen Bock, das jedes Mal aufzubauen. Für die Videos, die Sachen aufzubauen, ist schon relativ viel. Und dementsprechend habe ich da einfach keine Lust zu, auch wenn ich einfach nur Magic spielen möchte. Dementsprechend, ja, wird das auf meinem Kanal halt keine Alternative sein. Deshalb muss ich erstmal eine Alternative finden, beziehungsweise eben neue Gameplays aufnehmen. Ansonsten kommt auf jeden Fall noch ein Video von Dragon Shield, weil die haben mir nochmal ein kleines Paket geschickt mit Sachen, die ich reviewen kann für euch, immerhin. Und ich habe noch gehört, da kommt noch von jemand anderem ein kleines Paket, was ich auch noch auspacken könnte, möchte für euch. Dementsprechend gucke ich mir das dann auch nochmal an und vielleicht kommt dann auch ein zweites Video zum Unboxing. Dazu kommen noch ein paar Sachen, die ich bestellt habe. Mal gucken, ob die ankommen. Genug von was kommt. Ein kurzer Rückblick darüber, was im Dezember war. Der No Legacy Dezember ist sehr gut bei euch angekommen. Was mich ein bisschen traurig stimmt, weil ich mag Legacy. Und ich werde Legacy-Content produzieren. Es tut mir jetzt schon wieder leid. Aber die Leute, die Spaß an den Videos hatten, danke dafür, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr geguckt habt. Ich hoffe, ihr bleibt auch und ich hoffe, ich kann euch auch vielleicht für was anderes als nur Commander, Jumpstart, Standard, Modern begeistern. Es bleibt halt nicht viel anderes, wenn ich auch noch Draft rausnehme, bleibt halt nur Legacy. Dementsprechend hoffe ich, dass euch da mein Content auch weiterhin gefällt. Und deshalb auch nochmal vielen Dank an Leute wie Gamery, an Leute wie den lieben Jan, die mir einfach Decktext gemacht haben, einfach mir die Möglichkeit gegeben haben, auch mehrere Formate mal abzudecken. Weil außer dieses eine Modern-Deck und dieses eine Commander-Deck habe ich nicht viele Decks außerhalb von Legacy. Ich hätte noch das zweite Mal mein Standard-Deck vorstellen können, aber das habe ich schon vorgestellt. Dementsprechend wäre doof gewesen. Deshalb vielen Dank an diese beiden Personen. Eine Sache, die dieses Jahr sterben wird, was mir sehr leid tut und ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem treu und ich hoffe, ihr guckt auch trotzdem weiter in die Videos. Die monatlichen Gewinnspiele werden sterben. Ich habe jetzt praktisch 12 Mal ein Gewinnspiel gemacht, jeden Monat. Und so langsam muss ich halt sagen, die finanzieren sich ja nicht von selber. Und ich mache das hier als Hobby. Und ich wollte der Community was zurückgeben. Und gerade jetzt auch durch diesen Riesenaktionen, die ich hier verschicke mit dem Gewinnspiel, dann muss ich halt gucken, da ist mein Budget für Postsachen relativ schnell aufgebraucht gewesen. Deswegen wird es in 2021 keine regelmäßigen Gewinnspiele geben. Ich werde trotzdem weiterhin versuchen, wenn ich irgendwo ein cooles Paket mal schnüren kann, mal hier und da mal ein Gewinnspiel zu machen. Einfach weil ich euch dafür irgendwas zurückgeben möchte, dass ihr meine Videos schaut. Das klingt so, als wäre es grausam, meine Videos zu schauen. Aber so weit ist das nicht von der Wahrheit entfernt. Und weil es ist diese Jahreszeit, wo das in Mode gekommen ist, will ich mal ganz kurz einen Rückblick machen auf 2020 für mich, für meinen Channel. Ich meine, ich habe am 01.01.2020 den Kanal wieder gestartet. Ich habe damals noch, erinnert ihr euch noch, ganz am Anfang, dieses neue Format, dieses Brawl, wo ich Decks aufgemacht habe. Ich habe von Anfang an Gameplay-Videos gehabt. Ich habe tatsächlich relativ schnell auch Decktext gemacht und war sehr schnell wieder in der Community zu Hause. Es war sehr, sehr, sehr schön. Dazu hatte ich, glaube ich, als allererster auf YouTube generell das Video zum Smart Hive von Ultimate Guard. Das war ziemlich cool. Auch mehr, weil ich nicht nachgefragt habe, ob ich es denn schon hochladen kann. Entschuldigung nochmal dafür. Ansonsten, es war ein ziemlich krasses Jahr. Ich habe so viele neue Leute kennengelernt, ich habe so viel Spaß wieder an Videos drehen, an Videos schneiden, an für euch Videos produzieren. Ich hätte nicht gedacht, dass ich ein Jahr lang doch so viel Spaß daran habe und auch den verschiedenen Content euch liefern kann. Ich hätte nicht gedacht, dass meine Jungs und meine Truppe trotz diesem ganzen Shit, der hier abgeht, wirklich hingehen und mir Unterstützung geben, mir Decktext geben, fragen, ey, sollen wir vorbeikommen, sollen wir nochmal ein Video aufnehmen oder ähnliches. Diese Unterstützung nicht nur online, sondern auch von meiner Community hier vor Ort, von meinen Freunden, dafür bin ich unglaublich dankbar. Es war wirklich cool hinzugehen und euch unglaublich viele Videos zu machen. Man muss jetzt überlegen, ich habe jetzt jeden Sonntag seit Januar, also praktisch ein ganzes Jahr,
habe ich Gameplay-Videos hochgeladen. Ich habe euch jeden zweiten Montag ein Decktech hochgeladen und jeden anderen Montag eben ein größeres Opening. Ob das jetzt ein Starterdeck war, ob das ein Opening war. Ihr kennt das Prozedere. Ich habe das komplett durchgezogen und es sind so viele Videos entstanden und so viele Leute, die einfach sagen, hey, ich gucke mir die Videos von früher nochmal an. Ich habe da Spaß dran. Ich will sehen, wie du noch alte Sachen aufmachst. Das ist einfach unglaublich. Damit hätte ich einfach nie gerechnet, dass es auch so gut angenommen wird. Sowohl von euch als auch von meinen Jungs. Und so hoffe ich, sehen wir uns im neuen Jahr wieder mit neuen Videos, mit neuen Sets, mit neuen Decktags, mit neuen Openings, mit neuem Gameplay und hoffentlich wieder Turnieren, FNMs mit Freunden am Küchentisch spielen. Und dementsprechend würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.